Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro 2033. Ja, letzte Folge waren wir stehen geblieben und haben keine Magazin Ahnung leer, gehabt. Leute! Ja genau, Magazin ist leer. Ich habe zumindest keine Ahnung gehabt, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ja. Sagen wir so, ich habe jetzt immer noch nicht so viel Ahnung, weil ich keine Ahnung habe, gespoilert zu werden. Und da das meistens der Fall ist, wenn man nach einer Kleinigkeit sucht, zum Beispiel einer kleinen Hilfe, versuche jetzt nochmal alles genau durchzugehen. Hier steht: Finden Sie einen Weg, die Luftschleuse zu schließen. Zerstören Sie den linken Tunnel mit der Bombe. Ja, linker Tunnel müsste eigentlich der hier sein. Oh Gott, ich hätte... Warte mal. Ich bin echt selten dämlich. Ich hätte die ganze Zeit diesen Kackpfeil hier benutzen können. Oh mein Gott. Ja, gut. Lass uns darüber bitte nicht mehr reden. Ja. Wahrscheinlich hier hinter sowas, oder? Ne, noch weiter. Oh, guck mal. Ja, wie weit man hier reingehen kann. Ich dachte, wir wären Brände. Oh Gott. Mami. So. Tja. Ach, meine letzte Folge war ja der Fail mit der Aufnahme. Wo ich vergessen habe. Jo, mach halt an, ist in Ordnung. Mami. Laufen, 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 laufen. Coole Musik. Mami, Mami, Mami. Oh. Ich glaube, ich hätte weiterlaufen müssen. Das machen wir jetzt auch. So, das Ding zündet. Und wir laufen. Wir nehmen die Beine in die Hand und laufen. Wir nehmen die Beine in die Hand und laufen. Wir nehmen die Beine in die Hand und laufen. Ich muss irgendwie diese eine komische Waffe hier loswerden. Ja, oh, schönes Geräusch. So, auf geht's. Und? Hat sich irgendwas geändert? Finden Sie einen Weg, die Luftschleuse zu schließen? So eine Luftschleuse. Fuck. Geh mal, Sack. Ich laufe jetzt einfach wieder. Oh, hier geht's hoch. Cool. Oh, geh halt nicht down. Ist okay, mein Freund. Ah. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich will doch gerade eben nichts sehen. Holy shit, die sind tot. Mal nachschauen. So, auf geht's, laufen. Grenzt mich noch schön an. Ja, ich
nichts in Ordnung. Geh weg. Ah. Oh ja, natürlich. Ja, aktualisiert. Nice. Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und dann kommst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Hä? Gerade. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat mit Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. The fuck? Ah, cool. Sah kurz aus wie Borderlands. Bestimmt auch nicht schlecht, nur so ein Spiel in der Border... LOL! Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Das wollte ich doch gar nicht. Schon gar nicht auffällig, dass man da runtergehen kann. Aber cool, dass hier das Zeug hochwächst. Oh lol! Alles klar. Dude, wenn du das Ding jetzt gleich dahinter schmeißt, triffst du damit voll die Kerze. Ach so. Das wär's. Rein da. Ich will aber nicht alleine gehen. Ich hasse es, alleine zu gehen. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Ja, bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Naja, tschüss, Khan. Meine Güte, ey. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Khans Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Und fuck, wie einfach was anderes steht. Alles klärchen. Müssen wir nicht verstehen. Nee. Und ja, ich weiß, ich hatte zwar gerade das Ding nicht gelesen, weil ich gerade irgendwie keine Lust habe. Weil ich das hier sozusagen schnell vollenden muss. Da wir gerade eben 13:30 haben. Und das Ganze um 4 Uhr online sein muss. Ja. Sprechen wir nicht weiter drüber. Und wie online sein sollte, sagen wir so. Aber naja. Oh Gott, was war das gerade für eine komische Steuerung? Hier kann man nicht aufmachen. Gut, dann muss ich hier lang. Ach, schade, ich dachte, das ist ein geheimer, cooler Tunnelweg oder so. Ey, was mach ich denn? Ich habe keine Munition mehr dafür. Oh mein Gott, ich habe keine Munition mehr für die Schrotflinte. Oh, hier passiert doch gleich irgendwas. Oh. Geht's hier weiter? Nein. Wer ist da? Ich, Artyom. Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Überhaupt erstmal rumschreien. Ja, wer seid ihr denn? Wie bist du, was machst du? Geh weg, du stinkst. Hi. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Okay. Sieht gerade aus, hält dir irgendwas am Auge oder sowas. Wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt.
Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Na, hätte ich doch gesagt. Hi. Oh, schade, mit dir wird nicht gesprochen. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Hau einfach ab. Aber was? Unfreundliches Ding. Aber lass mal hier nicht zu schielen. Du schielst. Was machst du komische Augen? Der schaut aus wie Nico Bellic. Herr Doktor, können Sie auch meine Prostata untersuchen? Der Boss ist... Hau einfach ab! Ich bin kaputt, Junge. Verschwinde! Du Freak! Was für Freak, Mann. Komm her, du Freak. Dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Gabst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Oder ich schieß auf! Ich bring ihn um. Los! Komm mir nach! La 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 la. Ojo, baller mit deiner Schrotflinte halt rum, Mann. Aua. Soll ich mir Waffen kaufen, Digga? Das schöne Zeug. Ja, auch wenn ich schnell laufen, ich nicht, Mann. Das ist unfair. Links, halt links, ist da. Hä? Links, die Leute wurden erschossen. Was? Was? Alle, dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Ganz schön schlaf. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Nicht der ist ein echter Komiker. Davon sieht man nicht viele. Ich muss dahin. Dann probier mal das hier, du Knallkopf. Das war schon besser. Aber meine Großmutter würde sie trotzdem schaffen. Buchten wir ihn ein. Schauen wir mal, wie seine Witze in der Lubjanka klingen. Ich kann da gar nicht warten. Muss da weglaufen. Oh Mann. Psst, Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Oder ich schieß auf! Ich bring ihn um. Los, komm mir nach! Los! Aufpassen! Hier! Ich raff's nicht, wo wir hin müssen. Und sorry, dass ich gerade so leise bin, aber ich muss gerade ein bisschen aufpassen, weil... Dann treten Sie doch dahin, ich verstehe nicht. Ruhe. Und wer bist du? Ach ja. Der Freund dieses warum gibt's da keinen Checkpoint, wenn man gerade eben losläuft? Du bist verhaftet. Das macht keinen Sinn. Ja, schön. Du bist verhaftet. Ja, schon gut, laufen. Schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Soll ich einfach die Waffe von dem mitnehmen oder so? Nee, lieber nicht. Stimmt, es könnte Sinn machen oder so. Okay, er hat irgendwas von links gesagt. Ich muss links. Ich hab mit einem fetten Arsch, Mann. So. Okay, gleich sind wir wieder da. Gleich sind wir wieder da. Das links. Dahin meinte der. Dort! Halt, du Mistkerl!
In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ein bisschen. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Guck mal, hier Metro 2033. Okay, und wo muss ich... Achso, den wahrscheinlich folgen. So. Ah, cool, wer bist du denn? Hi. Na. Ah, schön. Der war gerade da. So. In jeder Gasse lauert ein Saboteur, sag ich dir. Ja, da hast du recht. Keine Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenze Waffen! Und ja, Mann. Besuch unsere Läden. Füll dein Arsenal auf, solange du kannst. Aber vergeude keine Zeit. Der Zug fährt pünktlich. Kommen Sie, schauen Sie auf dich. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Eintauschen. Mit dem Testing ist halt relativ useless. Für Sie! Einfach kaufen und schießen! Hätten die Shotgun. Eintauschen gegen. Hübsche Waffe! Sie werden den Kauf nicht bereuen! Ja, komm. Sehr schön! Eintauschen. Oh lol. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Helmmaschine. Muss es wahrscheinlich so für sagen. Sie. Einfach kaufen und schießen. Naja, ist in Ordnung. Hübsche Waffe. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Weil wir können noch so umbauen wie so ein Sniper. War das nicht die? So für eine einfache sie. Sniper. Einfach kaufen und schießen. Eine Schrotflinte. Ja, nee. Nehmen Sie sie. Ja, ist die letzte. Tausch mal gegen die. Für oh, Sie. 125 einfach kaufen dazu. Und schießen. Nee. Dann verkaufe ich dich hier lieber. Und lass den Slot dann frei. Und passe mir dann dafür die hier mehr an. Laservisier, nein. Verlängerter Lauf. Schrift wird verringert. Das Loch 45. Oh, gibt's auch noch einen Laserpointer. Kostet 30. Ja, komm, egal. Das heißt, nehmen wir das hier mit. Für die den langen Lauf. So. Obwohl, warte mal. Was kosten die hier? 45. Hm. 150 kostet die. Wahnsinn. Ich glaube, wir werden... Nee. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Medipacks, Filter, Messer. Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Sie müssen aber bis 5 zählen können. Peng. Und Probleme beseitigt. So. Damit können Sie sich sogar rasieren. Einverstanden. Cool. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Pistolenmunition. Stahlkugeln verkaufen. Bolzen kann ich verkaufen. Ah, komm, die verkaufe ich auch. Egal, komm. Oder verkaufe ich bei der nochmal gut ein? Ja, nur zweimal. Das Zeug fällt Ihnen bereits aus den Taschen. So. Gern geschehen. Und wohin jetzt?
Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Hi. Na los, spring in das Loch, Artyom. Was zum Lesen? Oh, ich bin das falsche Loch gewesen, oder? What the fuck? Ach, dass ich mich da drunter hänge, oder wie? LOL. Oder ist das jetzt ein Bug, dass ich hier nicht mehr hochkomme? Oh ne, gehört schon so. Okay. Dann wird jetzt nicht irgendwas aufgemacht, oder wie? Also ich muss wirklich da drunter hinhängen. WTF? Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. LOL! Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Oh, Leute, geht's hier rückwärts. Das heißt, ihr könnt mich auch übelst in eine Falle locken. LOL! Aber sie haben komische Arme. Die sind ja voll. Voll dünn und so. Na egal. Hey, André! Ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Lol! Guck mal, da hat Metro 2034. Lulz. Okay, Lulz. Aufladen! Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Lol! Lol! Es sind kracht 100 pro Runde. So wie das rumwackelt, kracht das sowas von runter. Und wie fallen wir da drin bitte schön nicht auf, hallo? Wir sind ein Mensch in so einem Gepäckding. Jetzt auf den Zug mit dir. Das waren vorhin die Roten, die uns angegriffen haben. Deswegen. Ah, so. Handy geschaut. Lustig. LOL! Das hat mir gerade etwas Angst gemacht. Holy moly. Alter. Alter. Ey, die nehmen uns doch auseinander. Definitiv. Oh Gott, da ist ein Laserpointer. Da ist ein Laserpointer. Da ist ein Laserpointer. Die ganze Zeit da vorne im Zweizylinder hocken. So ein alter Traktor. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Monette nicht. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee. Jo! Wie schnell das wird! Ich dachte, wir fallen nur in so ein Loch rein. Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Wie schnell ist es auf einmal geworden? Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Oh, cool. Sehr nett. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Ja, gut. Oh lol. Alles klar.
überhaupt kein komischer Alarm. Ja, wie gesagt, würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme von Metro 2032 und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Tschüss.